So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Crusader, dem zweiten Let's Play mit mir, dem Nolfa Forever. Letztes Mal haben wir eine kleine Karte begonnen. Und die spielen wir jetzt auch direkt weiter. So, wir haben letztes Mal begonnen, Pferdeställe zu bauen. Die werden wir jetzt noch ein bisschen ausbauen. Kann ja nicht schaden. So. Eisen brauchen wir nicht so viel. Jetzt können wir die Steuern ein bisschen raufdrehen hier. So. Es werden Rekruten. Ein paar Bogenschützen stellen wir noch auf den Turm rauf. Sieht ja alles schon ganz gut aus da. So. Als nächstes werde ich da ein paar Steineminen holen. Schließlich sind das ja eigentlich unsere. Meiner Meinung nach zumindest. So. Schauen wir mal. Ein Haus bauen wir noch dazu. So. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Gold fließt in die Schatzkammer. Bauen wir mal ein paar berittene Bogenschützen für einen Angriff. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns um den König Philipp. Dürfte eigentlich nicht so schwer werden. Denke ich mir mal zumindest. Schaut zumindest nicht so schwierig aus. So Steine, die braucht kein Mensch nicht. Es werden Rekruten benötigt sein. Na, noch alles da. Wieso? Baut schon wieder mehr Steine mit hierher. Weg damit, den Dreck. So, noch eine weitere und noch eine. Nein, das geht nicht. So, besser. Ja, wieder nicht. Wie sieht das aus? Wir benötigen Holz. Wunderbar. Perfekt. Jetzt haben wir die maximale Kapazität ausgeschöpft da heroben. Wunderbar. So, ein bisschen Mehl können wir verkaufen da, das so viel brauchen wir nicht. Das können wir auch ein bisschen weg da. So, wunderbar. Brauchen wir natürlich wieder ein bisschen mehr Häuser, nachdem wir da jetzt ein paar Truppen gebaut, ein paar Steinerminen gebaut haben. Das ist natürlich klar. Wir werden überfallen! Im Prinzip könnte man eigentlich mit Meuchelmörder dann diesen Typen da gleich umbringen. Das kommt man eigentlich versuchen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann würden wir uns die ganzen Bogenschützen da sparen. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir sagen, das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, ein paar Rüstungen und Schwerter verkaufen wir auch noch, die brauchen wir dann eh nicht jetzt. So, das sollte eigentlich ausreichen, mehr als genug. Damit sollte man diesen Idioten da hinten eigentlich locker fertig machen können, hoffentlich zumindest. Aber das sehen wir gleich jetzt. Also er fängt dann wie wild zum Truppenbauen an, aber das sehen wir dann nicht. Aha, hier erscheint minus 2.
Das kann natürlich nicht sein. Wir benötigen Holz. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Alexander Seri. Es werden Rekruten benötigt, okay, Sire. Ich hab der es. Warte mal. Der hat praktisch kein Geld mehr, das ist immer nicht schlecht. Sprich, der wird dann gleich als nächstes drankommen. Ihr habt nicht genügend Güter. Al-Hisan Usari. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, wunderbar, das ist ein Ascher angekommen. Dann können wir uns jetzt eigentlich dahinter hinschleichen. Da. Hoffentlich. Wir werden überfallen! Lafgatatarak. So, schauen wir mal, ob wir da hinten nach hinten kommen. Oder dass uns die Bogenschützen vom Schwarzier da abschießen. Ja, das werden wir gleich sehen. Ob das so hin hat, wie man das vorstellt. Was ist da los? Okay. Eigentlich könnte man sagen, sie sollten den Schwarzier angreifen. Eine Nachricht der Schlange. Mein Meister zeigt sich einverstanden. Eure Verbündeten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Eine Nachricht vom Sultan. Wenn ihr das wünscht. So. Sehr gut. Eine Nachricht von König Philipp. Der Feind ist uns auf den Fersen. Wir müssen mutig sein, dürfen nicht zögern, müssen standhaft sein. Standhaft sein. Eine Nachricht vom Sultan. Vielleicht morgen. Oder wann anderes. Aber nicht jetzt, mein Held. Nicht jetzt. So, stürmen wir seine Burg. Das wird sich locker ausgehen. Locker. Außer die Hälfte. Naja, das wird sich trotzdem ausgehen. So, wunderbar. Und dort ist er. Wunderbar. Eine Nachricht von König Philipp. Dunkelalter. Eine Nachricht der Schlange. Eine Nachricht vom Sultan. Eine Nachricht vom Sultan. Ach, euer Feuer lodert hell. Nur weiter so. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Al-Hisan Sari. Es werden Rekruten benötigt sein. Und jetzt haben wir uns wieder ein paar Ressourcen hier angesammelt. Da können wir alles verkaufen gleich. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Da drehen wir wieder auf. Gold fließt in die Schatzkammer. Al-Hisan Sari. Es werden Rekruten so, benötigt sein. Das sollte eigentlich ausreichen, dass wir da beim Schwarzier reinkommen. So, da noch. Euer Gnaden. Ein paar Katapulte werden wir uns auch noch mitnehmen. Schaden kann es ja nicht. So, dann greifen wir nochmal an den Schwarzier. Euer Gnaden. So. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte.
Das ist so, oder eigentlich können wir jetzt schon mit diesen Wolken weiter, die restlichen können wir da eigentlich reingehen. Sollte sich eigentlich ausgehen. Meiner Meinung nach. Wenn wir Glück haben. Aber das sehen wir gleich. Ah, okay. Wo kommen die her? Eine Nachricht von Wazir. Zerstreut eure Truppen! Was machen die? Na was wohl, das kannst du bedenken, oder? So. Springen wir mal auf das Tor, habe ich gesagt. Auf das Tor. Na dann nicht. Lass es lassen. So, hinein und schnell, schnell, schnell. Okay, das könnte etwas knapp werden jetzt. Oh, der hat mal Feuerwerfer. Vielleicht nicht der günstigste Umstand jetzt. Es wird etwas knapp, ich glaube etwas zu knapp sogar. Naja, immerhin die Hälfte. Ist ja schon mal was. Ist ja schon mal was. Zwischenzeit kann man wieder ein wenig Eisen verkaufen und Steine, ja. Braucht man auch nicht ganz so viel. Ja, da können wir eigentlich schon beginnen, dass wir mal die berittenen Reiter bauen. Die werden wir dann wahrscheinlich für den Wolf brauchen, schätzungsweise. Eine Nachricht von Wazir. Wir sind schwach, aber bald werden wir schwach. Das ist die Frage, wann das werden. Aber gut. Sehr gut. Zum Ofen. Ich habe die Klavier. So, jetzt sind zumindest einmal die Bogenschützen entfernt. Es werden Rekruten benötigt. Mit diesen 19 werden wir es jetzt halt hoffentlich doch schaffen. Ich hätte es ahnen können, aber gut. Ist ja nicht so tragisch jetzt. Also am besten nicht ins Feuer laufen, das wäre halt ideal. Aber wenn es nicht anders geht, dann naja, kann man auch nichts machen. Katapult bereit! Wir dürfen schon mal da hinten hinfahren. Ein unmögliches Ziel! Oder eigentlich daher. Das ist der bessere Idee. Den braucht man nicht mehr. So, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. So, und ich würde sagen, wir beenden den Part für dabei und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dazuschaut. Bis bald und ciao.